Könntest du bitte ein bisschen leiser sein? Was soll das? Wer bist du überhaupt? Sehr angenehm, Chap. Ich heiße... Halt. Wer bin ich? Oh nein, 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 das darf doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht mal, wo ich hier bin. Ist das hier ein Wald? Und was mache ich in diesem abgestürzten Gleiter? Wenn ich so eine Art Astronautin bin, bin ich echt ziemlich schlecht darin. Okay, atmen. Es gibt bestimmt eine Erklärung für alles. Also, eins nach dem anderen. Wo genau sind wir hier, Kleiner? Im Garten? Und wessen Garten soll das sein? Xel? Einfach X-E-L? Bei mir klingelt da nichts, aber du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. In Ordnung, Kleiner. Dann lass uns mal den Garten auschecken und uns nach diesem mysteriösen Xel umsehen, in der Hoffnung, dass er ein Werkzeug hat, um diesen riesigen Stein aus meinem Schädel zu holen, der so höllisch wehtut. Es ist eigentlich echt schön hier. Also, auf seltsam gruselige Art und Weise. Sieht so aus, als müssten wir vorerst woanders lang. Auf die Taste würde ich gern mal hauen. Boom! Keine Todesfalle? Bin fast etwas enttäuscht, um ehrlich zu sein. Oh, igitt. Warum ist es so warm? Warum steht in dem Wald so viel Technokram? Das sieht zerbrechlich aus. Nur nicht mit bloßen Händen. Moment mal. Das ist kein Wald. Lager für was? Warum frage ich überhaupt? Ah, mein Schädel. Ich glaube, dieses Kristallding... Besser. Sieht hübsch aus, wenn's ganz ist. Was genau macht diese Säule, Chap? Kronale Energie? Gleichmäßig verteilen? Was soll das bitte bedeuten? Mich. Ist mir doch Schnuppe, was es denkt, was ich bin.
oben funkelt etwas. Lass uns das genauer ansehen. So viel Schrott. Sieh dir diese Schönheit an. Genug gelangweilt, Hübschi. Lass uns mal ein paar Ärsche versohlen. Ich dringe hier doch nicht freiwillig ein. Okay, dann gehen wir wohl hier lang, würde ich sagen. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. So viel dazu, dass wir hier noch einen weiteren Menschen finden. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich mir das hier von dir leihe. Das sollte uns eine Chance gegen Laser und all den anderen Mist geben, dem wir hier begegnen.
Hier waren wir schon mal. Lass uns schauen, was sich getan hat. Ein Audiolog? Ich hoffe, es gibt uns Hinweise darauf, was hier abgeht. Der Himmel fällt. Wortwörtlich. Ein Mitarbeiter wurde von einem fehlerhaften Panel erschlagen.
Existenz einfach so ausgelöscht. Und der Himmel ist nicht das Einzige, was bröckelt. Täglich häufen sich die Verletzungen und die Wohnquartiere für uns Arbeiter sind dreckig und schäbig. Das führt uns endlich raus aus diesem Schrottplatz. Und bam! Oh, komm schon. Da
ist nichts zum Umdrehen. Was? Okay, Schlafmütze. Du willst tanzen? Dann mal los! Ich muss den Motor schrotten, solange er abkühlt. Ich hoffe, das führt uns endlich raus aus diesem Schrottplatz. Und bam! Komm schon. Okay, Schlafmütze. Du willst tanzen? Dann mal los! Ich muss den Motor schrotten, solange er abkühlt. Nicht schlecht. Wow! Wow, ganz ruhig. Ich wurde gerade beinahe gegrillt von irgend so einem riesigen, dummen Aufsteher und du... Aufseher und du kreuzt hier superlässig auf, machst einen auf dicke Hose und entspannt? Also nein, Mister, ich hab keinen Bock, ruhig zu bleiben. Schon gut, hab verstanden. Tut mir leid. Du... gehörst also nicht zu denen? Zu denen? Alter, ich weiß weder, wo ich bin, noch wer ich bin. Du bist in diesem Schiff gekommen, oder? Ich bin mit diesem Ding abgestürzt, ja. Bist du Xell? Folge mir. Hey, warte mal! Wir sollten verschwinden. Hier ist es nicht sicher. Danke für den Tipp. Als wären diese Killer-Robos nicht schon Hinweis genug. Die sind nicht unser größtes Problem. Cool. Kann's kaum erwarten zu sehen, wer mich noch alles töten will. Danke übrigens für deine Hilfe mit dem Aufseher vorhin. Ich hab doch gar nichts gemacht. Eben. Hey,
Du wirkst wie jemand, der gut auf sich selber aufpassen kann. Ja, weil ich es muss. Schnapp sie dir, Reed! Zeigen wir denen, was wir drauf haben. Also, du weißt gar nicht, wer du bist? Nichts. Nada. Du erinnerst mich an jemanden. Sie war dir ähnlich. Wie wäre es mit Reed? Klar. Was auch immer, Mister. Nur Desmond. Hey, ich wollte dir auch einen Namen verpassen. Na dann mal los. Jetzt habe ich nur deinen richtigen Namen im Kopf. Dann ist ja jetzt immerhin etwas drin. Frech. Wohin bringst du mich jetzt genau? Mein Zuhause. Nadelberg. Eigentlich gehe ich nicht beim ersten Date mit nach Haus. Durchatmen, Des. Ich wollte nur die Stimmung etwas aufheitern. Bei all dem Robo-Gekloppe. Das ist das Nadelöhr. Die Zuflucht der Überlebenden. Es ist... Wow! Warte, bis du es von innen siehst. Es gibt also noch weitere Menschen. Nimm's ihnen nicht übel, falls sie etwas forsch sind. Wir haben keine guten Erfahrungen mit Außenseitern gemacht. Außenseitern? Das meintest du also, als du mich gefragt hast, ob ich zu denen gehöre. Brauchst du nicht noch Beweise oder sowas, dass ich keiner von denen bin? Nein, du bist in Ordnung. Wie kannst du dir da so sicher sein? Falls du jemals einen von denen triffst, wirst du mich verstehen. Da wären wir. Dieser Aufzug bringt uns ins Herz von Nadelöhr. Das wird eine lange Fahrt. Drück einfach den Knopf, sobald du bereit bist. Ich warte so lange hier auf dich. Ich habe das Spielchen jetzt lang genug mitgespielt. Was geht hier ab? Und wer ist Xell? Es ist genau vor dir. Moment. Du bist Xell? Nein. Xell ist überall. Bitte werd jetzt nicht so Meta. Ich erinnere mich zwar nicht an viel, aber ich habe so ein Gefühl, dass ich nicht sonderlich spirituell bin. Nein. Schau aus dem Fenster. Xell ist gar keine Person? Es ist eine Raumstation. Was zum? Vor knapp 100 Jahren musste unser Volk seinen Heimatplaneten verlassen. Er wurde unbewohnbar. Und so wurde eine kleine Gruppe der Bevölkerung auserwählt, nach einer neuen Heimat im All zu suchen. Das heißt, wir reisen gerade durchs Weltall? Nicht wirklich. Leider. Die Station hat schon vor Jahrzehnten, noch bevor ich geboren wurde, aufgehört, richtig zu funktionieren. Also, deine Leute leben auf einer gestrandeten Raumstation, welche ziellos im All rumeiert. Just in diesem Moment? Könnte man so sagen. Ja. Vielleicht bist du deswegen mit unserer Station kollidiert. Wobei der Älteste noch nie eine Weltraumkolonie erwähnt hat, die so weit außerhalb lag. Erinnerst du dich, wie dein Zuhause aussah?
Nein. Und ich habe keine Ahnung, ob es daran liegt, dass ich noch vom Absturz hinüber bin oder weil mir ein Stück Stein in der Stirn steckt. Ich bin sicher, der Älteste wird dir helfen können. Dieser Älteste klingt so, als wäre er der Obermotz. Er ist tatsächlich die letzte lebende Person, die den Start der Station erlebt hat. Ist der Typ ein blutsaugender Untoter? Oder haltet ihr ihn in einem Einmachglas? Oder wieso lebt er noch? Nichts von dem Gruselkram. Die Zeit verhält sich anders auf der Xell. Und vielleicht hat er einfach gute Gene. Du hast gute Gene. So viel ist klar. Was? Nichts. Da wären wir.